1973, also vor genau 50 Jahren, erschien dieses Meisterwerk hier, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Bis heute eines der meistverkauften Platten aller Zeiten. Es setzte für die damalige Zeit völlig neue Soundeffekte und Studiotechniken ein und beeinflusst bzw. inspiriert bis heute jede Menge Musiker und Künstler. Und natürlich ist diese Platte auch voller großartiger Bass-Crews. Oder wie Billy Sheehan meint, das Bassspiel von Roger Waters auf Dark Side of the Moon ist einfach phänomenal. Er hat es wirklich verstanden, mit seinem Instrument eine Stimme und Atmosphäre zu erzeugen. Hey, ich bin der Alex von eberslern.de und heute möchte ich dir drei Grooves von The Dark Side of the Moon zeigen, die du meiner Meinung nach unbedingt kennen solltest. Zwischen Juni 1972 und Januar 1973 entstand in den legendären Abbey Road Studios in London das Konzeptalbum Dark Side of the Moon von Pink Floyd. Und der erste Groove, den ich dir zeigen möchte, ist wahrscheinlich auch gleich der bekannteste von diesem Album, Money. Dieser Bassgroove zählt zu den bekanntesten Rockbasslinien aller Zeiten und darf natürlich auch hier nicht fehlen. Oder wie Geddy Lee von Rush meint, Roger Waters' Bass Playing on Money is one of the most iconic basslines in rock history. Das Riff ist größtenteils im eher ungewöhnlichen 7/4-Takt geschrieben. Größtenteils, denn als ob es nicht schon schwierig genug wäre, überhaupt im 7/4-Takt zu spielen, wechselt das Stück auch noch insgesamt zweimal die Taktart. Einmal geht's zurück in den guten alten 4/4-Takt und dann geht's auch nochmal in einen 6/4-Takt. Aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Los geht's mit dem 7/4-Takt und da brauchen wir folgende Töne. Einmal hier das H im zweiten Bund auf der A-Seite. Und dann das H hier im vierten Bund auf der G-Seite. Dann das Fis im vierten Bund auf der D-Seite. Wieder das H im zweiten Bund auf der A-Seite. Das Fis im zweiten Bund auf der E-Seite, leere A-Seite. Und das H im zweiten Bund auf der A-Seite wieder und die leere D-Seite. Und an sich ist es relativ easy, du spielst nämlich eigentlich fast nur durchgehende Viertelnoten, bis auf dieses H und das Fis hier. Klingt tut das Ganze dann so. 1, 2 und 3, 4, 5, 6, 7. Im 4/4-Takt brauchst du dann folgende Töne. Einmal hier das Fis, was wir vorhin schon hatten, im vierten Bund auf der D-Seite. Das brauchen wir dreimal nacheinander. 1, 2, 3. Dann das Cis. Hier auf der A-Seite im vierten Bund und das tiefe Fis im zweiten Bund auf der E-Seite. Und weiter geht's, noch ein Takt, 4/4-Takt, da brauchen wir die Töne. Leere A-Seite, Cis im vierten Bund auf der A-Seite, dann das Fis im vierten Bund auf der D-Seite und das F im zweiten Bund auf der D-Seite. Auch hier ist der Rhythmus relativ easy, eigentlich sind es die ganze Zeit nur Viertelnoten, bis auf das Fis und das Cis, das dritte Fis hier nacheinander und das Cis, das sind wieder Achtelnoten, auch wieder triolisch gespielt. Ansonsten geht's im Viertelnotenpuls durch. Klingt dann insgesamt so. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3, 4. Und dann geht's rüber in den 6/4-Takt. Da brauchen wir dann folgende Töne. Einmal hier das E im zweiten Bund auf der E, auf der D-Seite. Das H im zweiten Bund auf der A-Seite, die leere E-Seite. Das G im dritten Bund auf der E-Seite, die leere A-Seite und wieder das H im zweiten Bund auf der D-Seite und die leere auf der A-Seite, Entschuldigung, und die leere D-Seite. Und auch hier sind eigentlich wieder fast durchgehend alles Viertelnoten, nur die ersten zwei Töne, hier das E und das H, sind wieder Achtelnoten und wieder triolisch gespielt. Und das Ganze klingt dann so. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. Und das ganze Riff mit all seinen Taktartwechseln klingt dann insgesamt so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt in den 4/4-Takt. 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3. In den 6/4. 1 und 2, 3, 4, 5, 6. Und zurück zum 7. 1, 2. Ich spiele das Riff hier mit dem Plektrum, weil auch Roger Waters auf der Platte das Ganze hier mit dem Plektrum spielen. Du kannst es natürlich auch genauso gut mit den Fingern spielen. Moment, dir geht das alles hier ein bisschen schnell und du würdest die Noten bzw. die Tabulaturen gerne nochmal in Ruhe nachvollziehen. Kein Problem. Auf meiner Homepage, Link ist unten drunter in der Videobeschreibung, habe ich ein PDF vorbereitet, das kannst du dir kostenlos runterladen. In dem siehst du nochmal alle Grooves in Noten bzw. in Tabulaturformat. Außerdem gibt es zu jedem Groove noch ein kleines Player. Musik.
Mancher würde jetzt vielleicht sagen, ganz schön langweilige Basslinie. Die konnte ich doch schon nach meiner zweiten Bassstunde spielen. Und ja, technisch ist das jetzt nicht unbedingt gerade anspruchsvoll, was Roger Waters da spielt. Aber glaub mir, auf einer Platte, die sich 40 Millionen Mal und mehr verkauft hat, sind keine langweiligen Basslinien. Was ich damit meine, dazu gleich später. Der Groove besteht im Endeffekt einfach nur aus zwei verschiedenen Tönen. Wir haben einfach hier mal das D im fünften Bund auf der A-Seite und dreimal das A im siebten Bund auf der D-Seite. Und der Rhythmus ist quasi einfach nur auf die 1, auf die 2 und auf die 3 und auf die 4. Klingt dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und... Und ab und zu spielt Roger Waters auch klitzekleine Variationen rein, wie zum Beispiel die hier, dass er hier hoch in den 12. Bund geht, auf der D-Seite, auf das D hier oben, und dann diesen Rhythmus spielt. 1 und 2 und 3 und 4. Der Clou ist aber hier eigentlich vielmehr, dass Roger Waters einen Orgelpunkt bzw. ein Pedal spielt. Ein Orgelpunkt ist in der Musik die Bezeichnung für einen lang ausgehaltenen oder in bestimmten Rhythmus wiederholten gleichen Ton, zu dem sich andere Stimmen harmonisch frei bewegen. Bedeutet in unserem Fall, dass der Bass die ganze Zeit auf dieser Figur bleibt, die ja um den Ton D herumgeht, also quasi wie zu einem D-Dur oder zu einem D-Moll-Akkord. Allerdings ändern sich die Akkorde darüber, die die Gitarre bzw. die Orgel spielen, und dadurch baut sich eine Spannung auf. Die Gitarre oder die Akkordinstrumente spielen die Akkorde D-Sus 2, E-Sus 2, D-Moll-Major 7 und G-Dur. Doch statt die Akkordwechsel mitzumachen, wie hier zum Beispiel zum E, bleibt der Bass einfach hier auf diesem D-Motiv sitzen. Würde der Bass die Akkordwechsel mitspielen, würde das Ganze so klingen. Pedal- oder Orgelpunktspielen kann ein super Stilmittel sein, um Spannung aufzubauen und so einzelne Songteile voneinander kenntlich zu machen und unterschiedlich zu gestalten. Der dritte Groove, Time. Was ich an diesem Groove so mag, ist das Gespür von Roger Waters, mit den richtigen Tonlängen einen Groove zum Leben zu bringen. Denn die Töne sind hier weder lang legato gespielt, also noch sind sie richtig kurz gespielt, also sondern irgendwo dazwischen, also quasi genau die richtige Länge, um das ganze Ding zum Leben zu kriegen. Also so. Das ist ein super Beispiel dafür, wie man mit den Tonlängen spielen kann und was das Ganze für den Bassgroove für Auswirkungen haben kann. Die Griffe, die Roger Waters für diese Basslinie benutzt, sind größtenteils Grundtonquinte bzw. Grundton um Septime. Wenn du mehr über Griffe und das Erstellen von eigenen Basslinien mit diesen Griffen lernen möchtest, hier oben habe ich da mal ein Video für dich verlinkt. Schauen wir uns mal konkreter an. Wir haben es hier mit den Akkorden Fis-Moll, A-Dur, E-Dur und wieder Fis-Moll zu tun. Beim Fis-Moll spielt er erstmal den Grundton, also quasi einmal hier das tiefe Fis im zweiten Bund auf der E-Seite und das hohe Fis, das im vierten Bund auf der D-Seite. Dann die kleine Septime, hier das E auf der D-Seite, ist das in dem Fall im zweiten Bund. Und das waren es im Endeffekt eigentlich auch schon, denn das andere ist eine Überleitung und der Rhythmus, den er spielt, der geht im Endeffekt so. Und dann wir hier hoch zum A, weil danach kommt der A-Dur im nächsten Takt. Und das A ist hier oben im siebten Bund auf der D-Seite und er nutzt quasi einfach einen chromatischen Übergang. Das heißt, er nimmt hier alle Töne, die dazwischen liegen, also quasi wir sind hier im vierten Bund auf der D-Seite beim Fis und wollen dann hier hoch zum A. Das heißt, wir nehmen alle drei Töne, die dazwischen liegen, also Fis, G und das Gis hier auf der D-Seite, um hier hoch zum A zu kommen, beziehungsweise den vierten, fünften, sechsten und dann den siebten Bund. Klingt dann insgesamt so. Und dann sind wir schon quasi hier beim A, denn wie gesagt, wir sind jetzt hier beim A-Dur. Da nehmen wir folgende Töne. Einmal hier das A im siebten Bund auf der D-Seite. Dann das A, wieder den Grundton, im fünften Bund hier auf der E-Seite. Die Quinte dazu, im siebten Bund hier auf der A-Seite. Und der Rhythmus, den er dazu spielt, klingt dann so. Dann geht es runter zum E-Dur. Da spielt er quasi einfach die leere E-Seite
und das E im zweiten Bund auf der D-Seite und die leere D-Seite. Und das waren auch die Töne, die ihr alle für den E-Dur-Akkord benutzt. Und der Rhythmus, in dem er diese Töne spielt, klingt dann so. Und dann geht es wieder zurück zum Fis-Moll. Und diesmal, in diesem zweiten Mal, wo das Fis-Moll spielt, da spielt er natürlich wieder den Grundton. Also wieder hier das Fis im vierten Bund auf der D-Seite. Und diesmal aber noch die Quinte dazu. Also quasi jetzt hier das Cis im vierten Bund auf der A-Seite und wieder den Grundton im zweiten Bund auf der E-Seite. Und im Rhythmus klingt das Ganze dann so. Und alle vier Takte nacheinander klingen dann insgesamt so. Fis-Moll, hoch zum A, zum E, zum Fis-Moll. Roger Waters spielt live, so habe ich das hier auf einigen YouTube-Videos gesehen, das Uhrenmotiv aus diesem Song auf dem Bass mit und macht das Ganze quasi mit Dead Notes. Dazu legst du die Finger deiner Greifhand möglichst weit am Griffbrettende auf die Saiten D und G und schlägst die, ich mache das hier mit dem Black drum, kannst aber auch natürlich genauso gut mit den Fingern machen, die Saiten an. Darauf achten, dass du die Finger wirklich nur auflegst und nicht runterdrückst, sodass quasi wirklich nur ein abgedämpfter Ton entsteht. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie stark die Bass-Groove von Roger Waters auf diesem Wahnsinnsalbum Dark Side of the Moon von Pink Floyd sind. Wie stark sie die Stimmung dieses Albums prägen und dass sie dir auch Inspiration für deine eigenen Basslinien sein können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren der Grooves. Zum Schluss noch eine Frage in eigener Sache. Gefallen dir solche Art Videos, also dass ich quasi mir ein Album nehme und ein paar Grooves davon vorstelle? Sag's mir doch einfach, schreib mir es unten in die Videokommentare. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alex von eberslern.de. Ciao.